Willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich und besonders herzlich meinen Gast, Dan Diener. Herr Diener, Sie sind Historiker. Unser Thema oder unsere Anfangsfrage sollte heißen, zerbricht Europa? Aber wir stehen ja alle unter dem Eindruck der Ereignisse in der Türkei. Der Putsch ist gescheitert. Der Putschversuch war vielleicht von vornherein nicht chancenreich. Es gibt ja die wildesten Gerüchte bis hin zu dem, das käme Herrn Erdogan so sehr zu Pass, dass sein Geheimdienst es vielleicht auch losgetreten haben könnte. Wie schätzen Sie so etwas ein? Naja, ich bin kein Freund von Verschwörungstheorien, aber was einen doch verwundern sollte zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist, dass ein derartiges Unternehmen, in dem Militär, die Luftwaffe, alle möglichen Agenturen des Militärs beteiligt sind, dass das also völlig ohne irgendeinen Hinweis an die Öffentlichkeit bzw. an andere Agenturen des Staates erfolgt sein sollte. Aber gehen wir davon aus, dass es in der Tat so war, dass es sich hierbei um einen Putsch einer Teileinheit oder eines Teils des Militärs gehandelt hat. Das ist vielleicht der Augenblick für Erdogan jetzt aufgrund der Zustimmung der Bevölkerung. Das ist ja eine plebiszitäre Situation. Er wird ja gleichsam auf- und ausgerufen zum Präsidenten bzw. zu einem Präsidenten mit einer neuen Verfassung, dass jetzt der Augenblick gekommen zu sein scheint, in dem Erdogan die Verfassung ändern wird und damit wir gegenwärtig mit einem neuen Regime der Türkei konfrontiert sein werden. Nun ist ja sehr deutlich geworden, dass es zwar gegenüber Erdogan im Westen die Sorge um das Fortbestehen der Demokratie gibt, aber gerade die Reaktionen auf den Putsch zeigen ja, dass man eben vor allem die Sorge um einen stabilen Partner hat, ein NATO-Mitglied sozusagen immer noch ein Eckpfeiler. Wird die Türkei diese Rolle weiter spielen oder wird sie mittelfristig zu einem unberechenbaren Partner? Na, die Türkei ist schon eine ganze Weile unberechenbar. Die Veränderungen, die mit dem Ende des Kalten Krieges einhergegangen sind, hat auch die Türkei, sagen wir, in eine unsichere Situation gestoßen. Sie hat ja, früher war sie ein Teil oder ist da immer noch ein Teil der NATO, aber war ein völlig integrierter Teil der NATO. Das Militär hatte ja eine Sonderrolle, schon seit der Zeit von Atatürk. Das Militär hatte ja eine staatsbildende Bedeutung gehabt. Dann das laizistische System, das Atatürk zugrunde gelegt hat. Alle diese Dinge sind gegenwärtig im Fluss, aber auch die Umgebung der Türkei ist im Fluss. Früher empfand sich die Türkei als nationales Gemeinwesen der Türken. Heute mit einer zunehmenden mit einem zunehmend islamischen Selbstverständnis werden dann die Unterschiede zur unmittelbaren Umgebung, zu der arabischen Umgebung und zu anderen Gemeinwesen in diesem Raum undeutlicher. Die Türkei empfindet sich als eine Macht, auch als eine Regionalmacht. Das sieht man hinsichtlich Syriens, aber das sieht man auch hinsichtlich der weiteren arabischen und nicht arabischen muslimischen Umgebung der Türkei. Das heißt, die Türkei wird erschüttert von einem inneren Prozess des Selbstverständnisses, wer sind wir, was sind wir, aber auch durch äußere Verwerfungen wird das Gemeinwesen, wie wir es früher kannten, zunehmend in Frage gestellt. Also insofern doch recht unruhige Zeiten. Sie sprechen die Umgebung der Türkei an, da schaut man nach Süden auf Syrien, aber auch nach Norden auf Russland. Die Beziehungen sind ja irgendwie wiederhergestellt nach diesem Abschuss eines russischen Flugzeuges. Es gibt ja auch nicht wenige Stimmen in Deutschland, die ziehen einen Vergleich unter moralischem Aspekt zwischen Erdogan und Putin. Beide haben jeden demokratischen Anlauf offenbar aufgegeben und versuchen, autoritäre Regime installieren. Beide haben oder sind Chefs von Staaten, die eine Annexion begangen haben, bei Russland ziemlich eindeutig, aber auch die Türkei hat praktisch Nordzypern als Pseudostaat. Da stehen türkische Truppen. Trotzdem, den Erdogan brauchen wir, der wird kritisiert, aber auch hofiert. Putin wird mit Sanktionen belegt. Gibt es da ein westliches Glaubwürdigkeitsproblem? Naja, es gibt immer ein Glaubwürdigkeitsproblem zwischen einer Politik, die auf Werte basiert und einer Politik, die letztendlich auch mit Macht umzugehen hat. Und vor allem wird es immer deutlich in den letzten Jahren, um nicht zu sagen seit dem Jahre 1990, dass zunehmend geopolitisches Denken die Politik bestimmt. Und die Türkei hat hier eine, ich würde sagen, eine geradezu privilegierte Stellung. Sie ist sowohl Mitglied der NATO,
Sie ist Anrainer des Schwarzen Meeres, sie ist Anrainer der Ägäis, sie ist Anrainer des Mittelmeeres, sie ist Anrainer der arabischen Staaten, Anrainer des Irans, Kaukasus etc. Die Türkei hat eine ausgesprochen, ich würde sagen, herausragende geopolitische Rolle, die zu bedenken ist. Und das tun auch die unterschiedlichen Gemeinwesen, die Politiker, auch Europa letztendlich. Und die Flüchtlingsfrage, die Sie ja angesprochen haben, da spielt die Türkei natürlich eine Schlüsselrolle, das wissen alle. Und das wird die Türkei auch weiterhin, ja, ich würde sagen, diese privilegierte Stellung einräumen. Andererseits ist zu bedenken, dass Russland sich auch in einem Zustand, ich würde sagen, der Veränderung befindet. Wir haben die Sowjetunion früher gekannt, das war ein berechenbarer Faktor. Dann die Russische Föderation, da wurde es unklar, um was sich dabei handelt. Ist Russland ein Nationalstaat? Ist das ein Imperium? Ist Russland russisch? Ist Russland russländisch? Wie steht es mit den Grenzen Russlands? Alle diese Dinge sind in Frage gestellt, vor allem nach der Besetzung der Krim und der Reintegration der Krim in die Russische Föderation. Die Ostukraine, wenn wir weiter nach oben blicken, Richtung Ostsee, die baltischen Staaten, Polen, eine große Unruhe macht sich breit. Man hat den Eindruck, dass Russland unter Putin aus Gründen, die man als historisch ansehen könnte, aber auch politisch unmittelbar, ja, ich würde sagen, eine Politik der porösen Grenzen gestaltet. Porös heißt durchlässig, aber ungeklärt. Kann Russland denn daran interessiert sein? Naja, es führt jedenfalls eine solche Politik, ja, dass dem so ist. Und wenn man sich die inneren Debatten in Russland anschaut, Fragen auch eurasisches Selbstverständnis, wer sind wir als Russland, wie stehen wir zum Westen, auch in einer Abgrenzung zum Westen, die sich von der politischen Abgrenzung des Kalten Krieges unterscheidet. Also Dinge, die viel stärker mit tiefen Schichten des Historischen, des Religiösen, ja, zu tun haben. Alle diese Dinge werden ihre Wirkung zeitigen, auch was Europa angeht. Kehren überhaupt die Traditionen, etwa die nationalstaatliche des 19. Jahrhunderts, wenn auch vielleicht in einer veränderten Form, wieder auf die Bühne zurück? Also war der Kalte Krieg ein Zwischenspiel, eine Ausnahmesituation? Also historisch? Mit Sicherheit der Kalte Krieg seit 1947 bis 1989 war sicherlich eine Sondersituation, der ideologische Gegensatz. Man könnte ihn auch als einen globalen, als Weltbürgerkrieg bezeichnen, auf einer ideologischen Grundlage. Er durchzog ja auch die Gemeinwesen. Also wenn man sich Deutschland anschaut, es gab die Bundesrepublik, gab die DDR, die in einem, ja, territorialen Bürgerkriegsverhältnis zueinander standen. Formosa früher, also heute Taiwan und China, Nordvietnam, Südvietnam, heute noch Nordkorea, Südkorea. Aber das war die klassische Situation des Kalten Krieges, die es heute jedenfalls in unseren Breiten nicht mehr gibt. Und dann hat man den Eindruck, dass viel mehr zurückkehrt in, ja, ich würde sagen, in eine Art von Kultur, politischen Kultur des 19. Jahrhunderts, in denen Geopolitik und historisches Gedächtnis irgendwie zusammenspielen. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass es sehr stark gefördert, befördert wird von Russland her. Mhm. Und dass diese Verwerfungen stärker vom Osten ausgehen werden, auch wenn Russland das Gefühl hat, dass der Westen ihm zu nahe getreten ist. Ja. Und man darf ja nicht vergessen... Ist das psychologisch verständlich? Entschuldigung. Denn wenn man das große Russland sieht, sagt man ja, eigentlich können die sich ja nicht so bedroht fühlen. Auf der anderen Seite hatten sie sicher Grund zu der Annahme, dass die NATO keine weitergehende Perspektive hat über das Vereinbarte hinaus. Aber auch bei der Ukraine war es ja zumindest unklar. Beim Verhalten Georgiens war es eigentlich unklar, ob die Amerikaner mitgezettelt haben, ganz gleich, wer jetzt moralisch im Recht ist. Hat der Westen da auch, Dummheiten begangen? Naja, vielleicht hat der Westen nicht historisch genug gedacht, mhm, und vielleicht auch nicht geopolitisch genug gedacht, sondern immer noch wertepolitisch gedacht. Man hat ja die Ukraine unterstützt. Es ging ja viel mehr von der EU, ja, aus als, ja, von der NATO. Das, was die EU eben kannte, auch schon in den 70er Jahren. Man hat damals Griechenland aufgenommen, Portugal und Spanien im Sinne, sagen wir, eines Demokratisierungs- und Modernisierungsprojektes. Dann trat das natürlich ein dann in den 90er Jahren mit dem Zerfall des Ostblocks, dass man dann die ostmitteleuropäischen Staaten aufgefordert hatte. Das heißt, die EU hatte den Eindruck und das Selbstverständnis, wir sind eigentlich ein Modernisierer und Demokratisierer.
Und plötzlich fand man sich im Vorhof Russlands. Mhm. Und Russland reagierte eben als ein Gemeinwesen, das sich von dieser Entwicklung bedroht sieht und bedroht fühlt. Man darf auch nicht vergessen, Russland empfand sich von den, ich würde sagen, von 2008, 2012 an in einer Situation, dass es den Eindruck hatte, es wird vom Westen her eingekreist. Mhm. Das hat auch mit der Schwäche zu tun, die Modernisierung, die man von Russland erwartet hat in den 90er Jahren. Also nach dem Zerfall der Sowjetunion. War es auch das Gefühl, man wird nicht ernst genommen? Naja, ich weiß nicht, ob man nicht ernst genommen wird, sondern man könnte fast sagen, dass man es nicht schafft, in einer ähnlichen Weise sich zu modernisieren wie der Westen. Vieles ist auch eine Kompensation. Mhm. Man könnte fast sagen, eine zivilisatorische Kompensation, die letztendlich jetzt darauf zurückgeht oder zurückfällt, dass man sagt, wir sind anders und wir wollen auch anders bleiben. Und die Befürchtung, dass das, was in der Ukraine geschehen ist, was von russischer Seite hier als Regime-Change angesehen wurde, als eine Veränderung, dass man befürchtete, dass dies auch, was Russland angeht, Folgen haben wird. Das heißt, es kommen mehrere Dinge zusammen, bei denen man den Eindruck hat, dass Russland sich jetzt neu definiert. Es ist auch ein Definitionskonflikt. Und Definitionskonflikte brauchen eigentlich keine unmittelbaren Anlässe. Definitionskonflikt heißt in dem Sinne, wir müssen uns neu definieren. Wir müssen uns dem Westen gegenüber neu definieren. Und insofern erhält jetzt auch die orthodoxe Kirche ein größeres Gewicht. Es gibt philoslawische Tendenzen, die nicht ganz ausgeformt sind. Euroasiatische, eurasische Tendenzen in Russland selbst, bei Intellektuellen, staatstragenden Intellektuellen. All das verweist darauf, und ich komme noch einmal auf diesen Begriff zurück, dass Russland auch ein Interesse daran hat, seine eigenen Grenzen porös, sprich unbestimmt zu halten. Das heißt, um die anderen nervös zu machen oder zu verunsichern. Ich glaube, dass die Entwicklung, sagen wir, die Veränderung, die in Polen zu erkennen ist, dieses doch eher, ja, man könnte sagen, problematische Regierung heute in Polen, was, wie es so schön heißt, die europäischen Werte angeht, dass das auch eine Paniksituation ist, jetzt Russland gegenüberzustehen. Und dann entstehen, ja, die Erinnerung tritt auf, Deutschland im Westen, Russland im Osten. Womöglich werden sie sich eines Tages einigen, aus irgendwelchen Gründen, auf unsere Kosten, so wie wir das kennen, aufgrund der polnischen Teilungen. Und diese Befürchtung, diese Unsicherheit, ich glaube, dass Russland oder Putin oder sein Milieu, seine Umgebung sich dessen bewusst sind. Und nicht, ja, ich denke, dass er auch nicht zuletzt auf Deutschland zielt. Unterstellt, dass Putin auch, um innenpolitisch manches zu kompensieren, die nationale Karte stärker spielt. Frage ich mich nur, tut er das in die richtige Richtung? Denn wenn es eine Bedrohung Russlands gibt, dann geht die ja eher sozusagen von den islamischen Staaten an der südlichen Zone aus. Und aus der Ecke, also bis hin zu China, falls das Verhältnis sich mal wieder verschlechtern sollte. Im Augenblick tut es das ja nicht, aber eigentlich ja nicht von Europa. Also, der Islam spielt durchaus eine Rolle. Ich meine, die Russische Föderation hat eine nicht unerhebliche islamische Bevölkerung. Ja, und die wächst stärker als die russische. Die wächst auch stärker. Nicht, aber das sind sehr, sehr langfristige Dinge. Ich glaube, das Erste, worauf Sie auch angespielt haben, und das ist, dem würde ich völlig zustimmen, einmal, dass Russland den Eindruck hat, es muss sich neu definieren, es muss sich neu aufstellen. Und es empfand sich bedroht durch die Ausdehnung, vor allem, ich denke, eher die EU als die NATO selbst. Und dass es in Europa einen Faktor sieht, dem man sich entgegenzustellen hat. Ja, nun ist es ja denkbar, dass Europa für Russland gar nicht so ein großes Problem auf Dauer sein wird oder die EU, weil sie selber solche Probleme bekommt. Da ist natürlich das Stichwort Brexit fällig, aber auch die innere Verunsicherung, auch durch die deutsche Flüchtlingspolitik oder zumindest durch ihre Darstellung und natürlich auch durch den Terror jetzt, wo
auch ganz unabhängig von der Frage, ob ein einzelner Amokfahrer jetzt zum IS gehört oder ob er sozusagen nur von dem Beispiel in irgendeiner Weise beeindruckt ist und sich gesagt hat, als armer Teufel, das kann ich auch und jetzt nehme ich möglichst viele mit. Aber klar ist, diese Verunsicherung geht weiter. Ist Europa in einer Krise? Kann man von einer echten Krise sprechen? Ich denke schon, dass man von einer echten Krise sprechen kann. Vieles hat auch damit etwas zu tun, und das ist in Vergessenheit geraten, dass der europäische Einigungsprozess ja im Rahmen des Kalten Krieges erfolgt ist. Ja. Und dass der Kalte Krieg ja so etwas war wie ein Geländer, ja, oder ein Gerüst für die europäische Einigung. Das ist heute in Vergessenheit geraten. Man spricht viel mehr von europäischen Werten und weniger über die Realität des Kalten Krieges und auch das, was man vielleicht als die immerwährende, auch geopolitische deutsche Frage verstehen könnte. Es ging auch darum, Deutschland, damals die Bundesrepublik Westdeutschland, in den Westen zu integrieren und es dabei auch zu neutralisieren und damit der deutsch-französischen Gegensatz ruhig zu stellen. Also die deutsche Frage in dem Sinne ist die Frage, ob Deutschland für Europa zu stark wird. Und von daher in einen, und als Macht im Zentrum von daher unbedingt schon in einen Gegensatz zu den anderen gerät. Unbedingt. Es ist keine direkte Wiederkehr des 19. Jahrhunderts. Deutschland ist eine zivile Macht und keiner würde die Realität, sagen wir, des Bismarckreiches oder den Wilhelminismus jetzt als, sagen wir, als Analogie ansehen wollen. Aber es ist nicht zu übersehen, dass Deutschland in zweifacher Hinsicht eine führende, um nicht zu sagen dominierende und vielleicht auch nicht zu sagen hegemoniale Stellung in Europa einnimmt. Einmal, das muss man sich unter Umständen auf der Zunge zergehen lassen, man wird sich noch daran erinnern, dass der Euro eingeführt wurde, mit als ein Preis, wenn man so will, der deutschen Einigung. Ja, die Souveränität hinsichtlich der D-Mark sollte aufgegeben werden. Das war vor allem ein französisches Interesse. Sicherlich gab es Vorstellungen, eines Tages eine europäische Währung einzuführen. Aber die Aktualität war eine ganz, ganz andere gewesen. Es wäre nicht so schnell gekommen. In der Hoffnung, mittels einer europäischen Währung Deutschland stärker, sagen wir, zu europäisieren. Aber was sich herausgestellt hat, und das haben wir jetzt anhand der Krise des letzten Jahres, der letzten zwei Jahre feststellen können, ja, dass der Euro für andere, nicht für die Deutschen, aber doch für andere, so etwas wie eine verdeckte D-Mark ist. Das heißt, sagen wir, dass der Deutsche... Wir werden noch viel dominanter durch den Euro. Ja, der deutsche Habitus, die deutsche Art des Wirtschaftens, des Haushaltens und so weiter, wird mittels der Währung anderen auferlegt, die vielleicht, nennen wir das so, eine andere, sagen wir, Produktions- und Wirtschaftskultur haben und das Gefühl haben, jetzt müssen sie sich den deutschen Tugenden anpassen. Und das wurde nicht so gern gesehen. Ja, diese Widerständigkeit ist präsent, die ist überall zu verspüren. Und was noch hinzutrat, sagen wir, ist die höhere Moral, die Deutschland aufgrund der Vergangenheit für sich in Anspruch nimmt. Und den anderen auch gerne noch aufdrückt, kann man das so sagen? Oder den Zeigefinger zu sehr hebt? Man ist nicht sensibel genug. Ich würde mal so sagen, wenn von deutscher Seite aus die Polen, sagen wir, in besonderer Weise angegangen werden und aufgrund ihres Verhaltens, sagen wir, in der Flüchtlingsfrage, dass man nicht unbedingt als sehr sympathisch ansehen muss, das ist gar keine Frage. Aber der Ton, der angestimmt wurde, war für andere Ohren, sagen wir, für nicht deutsche Ohren, doch sehr bedenklich, dass man den Polen jetzt Moritz zu lehren hat, wie man sich richtig verhält. Alle diese Dinge weisen darauf hin, dass Deutschland, sagen wir, so etwas hat wie eine materielle Hegemonie. Ja. Mittels gut, da ist man eh schon unbeliebt. Wer stark ist, ist eh schon nicht aber beliebt. Auch eine moralische. Ja, ja, man hat aus der Geschichte gelernt und man hat den Eindruck, die anderen haben nicht das gelernt, was Deutschland gelernt hat. Ja gut, die hatten aber nicht die Vergangenheit. Die hatten nicht dieselbe Vergangenheit. Und mir ist es schon, also mir hat mal ein Freund gesagt, in dem Fall ein Franzose, bloß weil ihr ewig ein schlechtes Gewissen habt, müssen wir nicht auch ein schlechtes Gewissen haben. Ja, also dagegen ist schwer zu argumentieren. Es ist sehr, sehr schwer dagegen zu argumentieren. Ich würde auch sagen, die deutsche Politik ist richtig und mag auch richtig sein, ist gar keine Frage. Aber vieles wird übersehen, was die Frage der europäischen Integration und die
die Verdichtung der europäischen Integration übersehen wird. Ich erinnere mich noch an ein Wort von Konrad Adenauer, der ja der Kanzler, wenn man so will, der Westintegration war und nicht zuletzt auch gemeinsam mit Robert Schuman und de Gasperi ja die Väter, wenn man so will, Europas gewesen waren, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, dass Adenauer dieses Verhältnis sehr gut verstanden hat und auch in Worten zu kleiden in der Lage war, indem er sagt, es muss Anfang der 50er Jahre gewesen sein. Ein deutscher Kanzler hat sich vor der Bundesflagge einmal und vor der französischen Trikolore dreimal zu verbeugen. Ja, ja. Also wohl wissend, dass die Verhältnisse ungleich sind und dass man hier aufgrund der Geschichte, aufgrund der Vergangenheit, aufgrund des 19. Jahrhunderts sehr wohl zu bedenken hat, wie man mit dieser Rolle, mit diesem Gewicht, mit dieser durchaus hegemonialen Rolle Deutschlands in Europa umzugehen hat. Die Staaten, ein Staat wie Polen, unter Umständen auch die baltischen Staaten, hegen eben die Befürchtung, dass sich Deutschland und Russland eines Tages über ihre Köpfe in irgendeiner Weise einigen könnten, wenn es, sagen wir, zu Konflikten kommt oder zu Spannungen kommt. Und diese Bedenken, die in das 19. Jahrhundert zurückführen, von denen habe ich den Eindruck, dass sie unsere Zukunft stärker gestalten werden als eben die Zeit des Kalten Krieges, des Ost-West-Gegensatzes. Nun, vielleicht darf ich noch mal auf den Euro zurückkommen. Da stecken ja nun hinter diesen Problemen, gerade auch mit den Griechen beispielsweise, aber vielleicht auch mit anderen im Süden, sozusagen echte kulturelle Unterschiede. Also der Vorwurf ist ja der nun, also am deutschen Wesen, in diesem Fall an den deutschen Tugenden. Also man macht möglichst keine Schulden. Ob wir das immer so sauber eingehalten haben, ist eine andere Frage. Aber es ist die Mentalität. Und man zahlt seine Steuern. Steuerhinterzieher haben wir auch, aber bei anderen ist es ja fast systemisch, dass die Steuern gar nicht erst richtig eingetrieben werden. Das ist sozusagen eine Art Kulturimperialismus. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Währungsraum mit unterschiedlichen Maßstäben funktioniert. Also dass die einen sozusagen Haushaltsdisziplin üben und die anderen nicht. Und insofern bleibt ja die Frage, war es nicht für manche Länder etwas verfrüht aus rein politischen Gründen? Und B, wäre es nicht doch eine Alternative gewesen, zu den Griechen zu sagen, also wir helfen euch jetzt, wir machen einen Marshallplan, aber überlegt euch nicht, ob ihr zur Drachme zurückkehrt, wenn ihr das wollt, dann könnt ihr eure Währung abwerten und dann könnt ihr langsamer diese Anpassungen vornehmen. Also eigentlich zwingen wir sie ja sozusagen. Wir versuchen ihnen unsere Maßstäbe aufzuzwingen. Ich glaube in der Sache nicht zu Unrecht, weil es anders nicht funktionieren kann. Aber psychologisch ist es ja, kommen wir genau wieder in die Rolle, in die wir nie wieder kommen wollen. Unbedingt. Also ich meine, Europa und damit Deutschland als wohl der wichtigste Part in Europa stehen heute vor einer äußerst schwierigen Situation. Entweder der große Schritt nach vorne, indem man feststellt, also wir brauchen jetzt eine absolute europäische Integration, wir brauchen so etwas wie eine europäische Regierung, wir brauchen einen gemeinsamen Haushalt, um alle diese Fragen sozusagen zu klären innerhalb des europäischen Rahmens. Das könnte bedeuten, dass die Zentrifugalkräfte innerhalb der einzelnen Gemeinwesen stärker ausgelöst werden. Also hier in Deutschland haben wir es mit einer Partei zu tun, die nicht sehr europafreundlich ist. Wir haben es in Frankreich mit einer ähnlichen Partei zu tun. Wir haben den Brexit gehabt, in dem Reaktion, obwohl England bzw. Großbritannien ja kein Teil des Euroraumes ist. Das heißt, dass stärker, sagen wir, rechtslastige Parteien oder nationaldenkende oder nationalstaatlich denkende Parteien ein größeres Gewicht erhalten durch ein höheres Maß an Integration oder umgekehrt, dass genau ein anderer Weg eingeschlagen wird, indem die nationalstaatlichen Parlamente diese Rolle spielen, die sie bislang gespielt haben, dass man sozusagen Europa zurückfährt und damit den Nationalstaaten, die Nationalstaaten weiterhin so gelten lässt wie bisher. Das heißt, beides führt oder könnte dazu führen, dass jenes Maß der Integration, das bislang erreicht worden ist, in Frage steht. Das heißt, dass das europäische Projekt in der Tat heute vor einer Situation steht, vor der es in seiner Geschichte niemals stand. Die Frage ist, inwieweit die jeweiligen Gemeinwesen jene Mehrheiten in ihren nationalen Parlamenten
gestalten können, die diesen Prozess weitertragen. Ich bin mir nicht sicher, ob dies gelingen wird. Die Verwerfungen sind im Augenblick groß, um nicht zu sagen zu groß. Wir werden sehen, wie weit Europa den Brexit erträgt. Ja. Und dass nicht das wiederkehrt, was frühe Historiker mit folgender Formel bezeichnet haben, dass England von Europa, aber nicht in Europa ist. Ja. Ja. Mhm. Das war im 19. Jahrhundert sicherlich der Fall. Ja. Und auch am Anfang der Entwicklung der europäischen Integration, als Churchill seine berühmte Zürcher Rede gehalten hat, war niemals davon die Rede, dass Großbritannien bzw. das Vereinigte Königreich Teil dieses europäischen Projektes sein wird. Ja. Und die Franzosen, also de Gaulle hat sie ja auch rausgehalten. Ja, wollte sie nicht haben und das hat Europa auch überlebt. Insofern weiß ich nicht, wie pessimistisch man sein muss. Aber auf jeden Fall frage ich mich, ob wir auch als Deutsche, weil im Kalten Krieg und während der Teilung war ja ein Europa auch in gewisser Weise das Ersatzvaterland. Ja. Also die Europabegeisterung hatte ja auch damit zu tun, dass es mit Deutschland sehr schwierig war. Was war Deutschland? Nur noch die Bundesrepublik oder doch beides? Wenn wir heute von den Vereinigten Staaten von Europa reden, dann denke ich immer, wäre vielleicht besser, wir täten es nicht, denn kommen werden sie nicht so schnell. Also was soll denn das sein? Eine Atommacht zum Beispiel oder nicht? Die Diskussion, auf die kann man sich schon freuen. Ob es nicht taktisch klüger wäre, sozusagen erstmal den Status quo zu verteidigen. Oder ich kann auch anders fragen, war es überhaupt richtig, nach der Osterweiterung, also sozusagen sich vorzustellen, man kann gleichzeitig erweitern und verstärkt integrieren. Also ist nicht mit der Osterweiterung bei dieser Zahl und dieser Heterogenität schon die Entscheidung gefallen, sehr viel weiter können wir erstmal in der Integration nicht gehen. Und wir wollten es nur nicht wahrhaben. Ich denke, dass die Osterweiterung, dass es keine Alternative gab, was die Osterweiterung angeht. Man hätte nicht ein Vakuum belassen können. Zwischen dem, sagen wir, zurückflutenden Russland und zwischen dem, nennen wir das mal, Alteuropa. Ich denke, dass es keine andere Möglichkeit gab, als die Staaten, sei es die baltischen Staaten, Polen etc., Ungarn, Rumänien, Bulgarien, mit in die europäische Gemeinschaft aufzunehmen. Aber es gab meines Erachtens nicht das Bewusstsein für die Gefahren und Gefährdungen, die aufkommen können. Man darf ja nicht vergessen, also ich will jetzt keine Politikerschelte betreiben. Die Politiker, das ist schade. Ja, die Politiker, die gegenwärtig, sagen wir, unser Schicksal mitbestimmen, sind Personen, die im Wesentlichen, sagen wir, keine existenziellen Krisen mehr erfahren haben. Mhm. Sie sind in den 50er, frühestens eher in den 60er, 70er und heute schon in den 80er Jahren geboren und kannten eigentlich nur die Zeit, sagen wir, der Prosperität, einerseits des Kalten Krieges mit seinen Gefahren, gar keine Frage, aber es war eine Zeit, sagen wir, doch einer gewissen, sagen wir, Ruhe und eine Vorstellung, diese Zeiten könnten sich weiter in die Zukunft hinein verlängern. Diese Sicherheit, glaube ich, kann man heute nicht mehr voraussetzen. Mhm. Man wird sich daran gewöhnen müssen, dass die zukünftige Gegenwart und noch die weitere Zukunft mit Verwerfungen verbunden sein wird, für die ein größeres, sagen wir, Krisenbewusstsein nötig ist. Das ist die große Veränderung. Und auch der Reflex auf Europa, dass Europa ein Ausdruck von Stabilität ist und eine Wertegemeinschaft ist, ignoriert auch, dass dies alles in der Zeit des Kalten Krieges geschah, als die amerikanische Präsenz unbefragt war. Mhm. Heute hat man den Eindruck, dass die Vereinigten Staaten nicht mehr diese Präsenz aufweisen, sich eher von Europa abwenden, aber auch Europa sich von den Vereinigten Staaten abwendet. Alle diese Dinge, das ist mein Eindruck, werden nicht in Rechnung gezogen im politischen Verhalten, das immer kurzatmiger wird. Ja, gut, das hat ja natürlich auch andere Gründe, also bis hin zur Digitalisierung. Also ich frage mich sowieso, wann Politiker noch Zeit zum Nachdenken haben, wenn die immer an den... Sie müssen ja schnell reagieren, weil sie auch alle Nachrichten aus aller Welt erreichen sie schnell. Und insofern sind sie sofort gefordert und können nicht wie früher sich vielleicht noch mal einen Tag Zeit nehmen und in Ruhe analysieren. Sie müssen ja sofort reagieren und in Verhältnissen, die immer schneller, immer komplexer werden. Also die Frage ist ja überhaupt, wie kann man... Unter diesen Bedingungen kann man überhaupt noch was prognostizieren. Also es gibt ja zum Beispiel die These, der Brexit gibt den rechten Parteien Auftrieb. Mein Gefühl ist, der Brexit wird vielleicht dazu führen, dass man sich eher wieder
Europa zuwendet, weil die Leute ja auch irgendwo Sicherheit suchen. Aber die spannende Frage wird ja dann sein, was passiert in Frankreich? Haben Sie da denn eine Einschätzung, wie das denn, ich sag mal so, wenn man von Kerneuropa redet, solange Deutschland, Frankreich und dann noch Benelux, Italien zusammen sind, ist sozusagen eigentlich das alte Kerneuropa noch zusammen. Und nur wenn in Frankreich es kippen würde, wäre es ja vorbei. Ich hätte keine Prognose, was Frankreich angeht, aber mir liegt das deutsch-französische Verhältnis sehr am Herzen. Also wenn der Rheingraben immer weiter und immer tiefer werden würde, dann gäbe es in der Tat Grund zur Sorge. Können wir das beeinflussen oder liegt das im Wesentlichen auf der französischen Seite, was da wird? Es liegt einmal auf der französischen Seite, was, sagen wir, Reform angeht, um die Kompatibilität Frankreichs Deutschland gegenüber aufrechtzuerhalten. Auf deutscher Seite ein höheres Maß, glaube ich, an Sensibilität, an historischer Sensibilität. Was kann ich von Frankreich erwarten? Wie stehe ich zu Frankreich? Um diesen Satz von Adenauer nochmal zu zitieren, sich vor der Trikolore dreimal zu verbeugen. Was das bedeutet in der aktuellen Politik? Was hat Deutschland Frankreich gegenüber? Welche zusätzliche Verantwortung, europäische Verantwortung hat Deutschland Frankreich gegenüber? Ich denke, dass sich das in nächster Zeit stellen wird. Und die Hoffnung, die ich mit dem deutsch-französischen Verhältnis in Verbindung bringe, ist die, dass das historische Bewusstsein so stark ist, dass es auch mit Kosten verbunden sein mag, auch mit ökonomischen Kosten, ja, dass sich das deutsch-französische Verhältnis hält. Nun könnte es ja sein, es gibt ja auch Leute, die befürchten, dass sich in der deutschen Mentalität auch wieder etwas ändert. Also das, was der Zweite Weltkrieg bedeutet hat, was ja zu einer Art Schuldbewusstsein oder zumindest zu einer Art Haftungsverständnis für das, was geschehen ist, alles zusammengeführt hat, muss sich ja durch Zeitablauf allmählich abschwächen. Also auch die scheinbar selbstkritische Auseinandersetzung der Vergangenheit ist ja zum Teil eine, wo junge Leute entweder das Empfinden haben, damit habe ich gar nichts zu tun, oder sagen, das waren die Väter und Großväter. Die kommen relativ pauschal, ja, die waren eben die Täter. Aber eigentlich kritisiert man ja nicht sich selbst, wenn man das sagt, weil man ja schon so weit davon weg ist. Das heißt, wenn da eine neue Unbefangenheit kommt, ohne dass irgendjemand sagen kann, das ist ein Schlussstrich, sondern sozusagen langsam und schleichend, dann könnte das ja auch bedeuten, dass in Deutschland die Bereitschaft abnimmt, sozusagen diese Rolle, die man eigentlich schon hat, weil man in der Mitte ist, die besondere Verantwortung, diese Rolle nicht mehr annehmen zu wollen, mal unabhängig von neuen Parteikonstellationen. Ich meine mehr so allgemein in der Gesellschaft, dass sich das breit macht. Sehen Sie das als Gefahr? Oder? Ich weiß nicht, ob ich das heute schon als eine Gefahr bezeichnen würde. Das Bewusstsein in Deutschland, gerade auch was die jüngere Generation angeht, halte ich noch für, wie soll ich sagen, geschützt genug, um die Gefährdungen, die aus der Mittellage entstehen könnten, um dafür anfällig zu sein. Aber vieles hängt gar nicht so sehr mit der Einstellung im Lande selbst zusammen, sondern, um auf den Beginn unseres Gesprächs zurückzukommen, die Verwerfungen kommen aus dem Osten und kommen aus dem Südosten. Und wenn ich hier als Historiker reden darf, mit dem Privileg, vielleicht noch weiter in die Geschichte zurückgreifen zu dürfen, dann sehen wir um die Türkei herum, im arabischen Raum, östlichen Mittelmeer, das sind alles Konstellationen, die mit der alten orientalischen Frage zu tun haben, also mit dem Verfallsprozess des Osmanischen Reiches, mit allen Folgen, die damit einhergehen. Und wenn mein Blick weiter nach Norden schweift, dann entdecke ich auch Analogien zum 19. Jahrhundert, eben die Frage der baltischen Staaten, die Frage Polens, die Frage des ungeklärten Verhältnisses Russlands zu sich selbst, dass von dort aus Verwerfungen an Deutschland herangetragen werden, für die es hier noch kein rechtes Bewusstsein gibt. Also dass man zum Beispiel Polen gegenüber ganz anders sich zu verhalten hat, dass Polen eben befürchtet, worüber wir bereits sprachen, Deutschland und Russland könnten in irgendeiner Weise sich annähern auf Kosten Polens. Und dass man dann eben sieht, dass sich
das Verhältnis Deutschland-Frankreichs in einer ähnlichen Weise unter Umständen lockern könnte. Ich denke, dass jede deutsche, jede bundesdeutsche Regierung großen Wert darauf gelegt hat und gut beraten wäre, großen Wert darauf zu legen, Großbritannien bzw. das Vereinigte Königreich bei Europa zu halten. Schon aus diesen Gründen, die weniger, sagen wir, in den klassischen Fragen der europäischen Gemeinschaft zu tun also, haben. Also auch trotz Brexit sozusagen, also andere Bindungen dann wieder zu integrieren. Andere Bindungen. Denn im Augenblick ist ja so die Reaktion, wie soll ich sagen, einer verletzt den Club und wir sind leicht verschnupft und sagen jetzt aber hier und keine Rosinenpickerei. Während ja zumindest mittelfristig überlegt werden muss, was setzen wir an die Stelle, denn wir können ja gar nicht wirklich nicht daran interessiert sein, dass die Briten sozusagen einfach abschwimmen. Ja? Keineswegs. Man muss alles dafür tun, ja, dass Großbritannien, dass die Verankerung Großbritanniens in Europa, wenn auch nicht als Mitglied der Europäischen Union in der alten Form, dass die erhalten werden. Denn ich denke, dass es Folgen für das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich haben könnte. Obwohl die gegenwärtige französische Regierung noch sehr leicht, meines Erachtens auch sehr leichtfertig, den britischen Austritt sozusagen begleitet. Die Briten mögen gehen, je schneller, desto besser. Ich denke, dass es für das deutsch-französische Verhältnis von Vorteil wäre, Großbritannien in welcher Form auch immer im Kreis der europäischen Gemeinwesen zu erhalten. Sie sind ja sozusagen in Deutsch in zwei Gesellschaften zu Hause, in Deutschland und in Israel als Wissenschaftler, aber kennen sich sicher auch gut aus. Wir haben jetzt über Syrien, den Nahen Osten, die Situation Israels nur beiläufig gesprochen zu Anfang. Wie ist denn diese Situation jetzt vom israelischen Interesse her, also eines permanent gefährdeten Landes, das es ja ist, zu beurteilen? Wächst in Deutschland und hat man in Israel den Eindruck, hier wächst auch die Distanz? Und haben Sie den Eindruck, hinter der Kritik an der israelischen Regierung, da gibt es ja einiges, was man da aufzählen kann, steckt auch so etwas wie ein anti-israelisches oder anti-jüdisches Ressentiment? Es gibt ja den Verdacht, dass das stärker wird und dass man sozusagen Israel nur nimmt, um das andere Ressentiment ein bisschen zu kaschieren. Da wäre ich mir nicht so sicher. Also einerseits gibt es viel zum Konflikt zu sagen, das hatten Sie ja auch angedeutet. Vieles auch zur israelischen Politik im Konflikt zu sagen, auch kritisch zu sagen. Andererseits aus kulturellen Gründen kann man nicht davon absehen, dass Israel im Bewusstsein Deutschlands und Europas eine, sagen wir, noch mal eine zusätzliche, eine andere Rolle spielt. Ja, ja. Viele haben darauf mal hingewiesen, es ist dann auch fast ein historischer Bonbon, ja, Antisemitismus ist, wenn man mehr gegen Juden, mehr gegen die Juden hat als nötig. Ja. Mhm. Und man hat schon den Eindruck, sagen wir, dass Israel viel stärker im Fokus steht, auch was die Frage der moralischen Beurteilung im Konflikt angeht. Gar keine Frage, dem würde ich dann zustimmen. Aber die Lage hat sich ja auch für Israel geändert. Die Konstellation, wie man sie in den 50er Jahren, 60er, 70er, vielleicht bis zur Jahrhundertwende hatte, hier der Staat Israel, der Konflikt im Nahen Osten, das war ja im Wesentlichen ein Konflikt zwischen den arabischen Staaten, also Staat mit einem arabischen Bewusstsein. Heute kann man von diesem Bewusstsein gar nicht mehr ausgehen. Ja, der Arabismus ist vergangen. Ja. Ja, ja. Also als Form eines Nationalismus, der sich analog den europäischen Nationalismen entwickelt hat. Ja. Ersetzt worden durch Islamismus. Heute der Islam. Islam und Islamismus. Also aber vor allem, aber sagen die religiöse, dass das Selbstverständnis Komponente sich verändert hatte. Ja. Man muss auch verwundert zum Ausdruck bringen, dass, wenn man sich heute, sagen wir, die geopolitische Lage anschaut, dass Israel viel stabiler aussieht als vielleicht noch vor 10, 20 und 30 Jahren. Und nicht nur aufgrund dessen, dass der Staat Syrien zerfallen ist, der wohl die bedeutendste kontinentale Armee im Vorderen Orient hatte, aber dass überhaupt dieser Raum sich immer weiter zergliedert und zerfällt. Also der Hinweis, sagen wir, auf den kurdischen Nationalismus. Der Hinweis darauf, dass, wenn es zu einer Lösung in Syrien kommt, der syrische Einheitsstaat kaum wieder hergestellt werden könnte. Denn Syrien ist ja eigentlich ein multinationaler oder multireligiöser Staat immer gewesen. Und der Konflikt, der sich ja heute abspielt, ist ja nicht nur zwischen einem Regime und seinen Gegnern, sondern inzwischen ist es ja ein Konflikt zwischen
der sunnitischen Mehrheit und heterodoxen muslimischen Bevölkerungsgruppen, der christlichen Bevölkerungsgruppe etc. etc. Man wird wahrscheinlich kaum wieder zu einer Herstellung dieses Gemeinwesens kommen, ähnlich im Irak in einer ganz anderen Weise. All das führt dazu, dass man den Eindruck hat, dass der alte Nahostkonflikt in seiner Bedeutung, in seinem Gewicht immer stark in den Hintergrund tritt. Ja. Obwohl ja der Hass, ich sag mal, bedingt durch Islamismus gegen Israel wie auch gegen die Vereinigten Staaten im Westen eher wächst bei, sage ich mal, jungen Leuten, bei Massen. Außer den, sage ich mal, eher modernisierten, den Jungen, die eigentlich lieber eine Demokratie und festliche Verhältnisse hätten. Naja, aber die sind ja nicht die Mehrheit. Ja, man darf aber nicht übersehen, es gibt den realen Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, der einer Lösung zugeführt werden muss. Ja. Er wird aber jetzt gleichzeitig, sagen wir, überwölbt mit jenem regionalen Konflikt, in dem auch Fragen von Territorialität oder Nationalität immer stärker in den Hintergrund geraten vor diesen großen, sagen wir, religiös-ideologischen Fragen. Mhm. Und um nochmal vielleicht Russland mit ins Spiel zu bringen, und warum, sagen wir, der Gegensatz jetzt zwischen Russland und dem Westen, der immer deutlicher wird, nicht der alte Ost-West-Gegensatz ist, dass Russland und der Westen, was die Frage, sagen wir, der Bekämpfung des Islamischen Staates oder keine Differenzen haben. Keine nicht Differenzen wirklich, bestehen, also Kooperationen an einem Ort möglich sind und an einem anderen Ort Gegensätze bestehen. Haben Sie denn den Eindruck, man wirft ja den Amerikanern ihre vielen Fehler im Nahen Osten vor, aber dass das größte Problem, unser größtes Problem werden kann, dass Amerika als Führungsmacht ja nicht zu imperialistisch wird, sondern eher ausfällt, sich zurückzieht? Amerika zieht sich zurück, weil zwei wesentliche Aspekte, sagen wir, der amerikanischen Präsenz nicht mehr bestehen. Einmal das Öl, das in den Vereinigten Staaten ebenso produziert werden kann, und zweitens das Ende des Kalten Krieges. Ja. Diese beiden Elemente bestehen nicht mehr und insofern ist die Präsenz der Vereinigten Staaten im Nahen Osten zumindest fraglich, was die Zukunft angeht. Mhm. Wie ist denn Ihre persönliche, wie sagt man so schön, Befindlichkeit oder auf der Optimismus-Pessimismus-Skala? Also wenn ich Ihnen zuhöre und wäre in dieses Gespräch gegangen mit der Erwartung, hier gewinne ich Zukunftsvertrauen, dann würde ich sagen, es ist nicht weniger geworden, aber auch nicht mehr durch das Panorama, das Sie sozusagen entwerfen. Trügt das Gefühl, dass es vielleicht alles so komplex wird und dass wir der Sache nicht mehr Herr werden? Es ist sehr komplex geworden, zumal der Kalte Krieg uns gelehrt hat, Dinge einfacher zu sehen, als sie sein können. Dieses binäre Verhältnis Ost und West, diese Regulierung von fast allen Konflikten, diesem Gegensatz entlang, diese Realität besteht nicht mehr. Die Welt, in der wir jetzt gegenwärtig leben und auch in Zukunft leben, wird ist eine hochkomplexe Welt. Und insofern sind das zwar interessante Zeiten, aber durchaus Zeiten, die ein viel höheres Maß an Gefährdung mit sich bringen, als jene Zeiten, auf die wir zurückblicken, in der Hoffnung, wir könnten sie sozusagen die Zukunft verlängern. Es gab ja mal den Satz der Bundeskanzlerin, egal was man sonst kritisieren kann, wir fahren auf Sicht sozusagen. Bleibt was anderes übrig? Müssen wir alle auf Sicht fahren? Oder ist noch eine Strategie möglich, die ein großer Entwurf, der auch den Westen wieder eint oder jedenfalls eine Perspektive bietet? Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, vielleicht ist es meine Obsession als Historiker, die Gegenwart immer wieder vor dem Hintergrund einer Vergangenheit abzubilden. Ich würde sagen, dass wir ein viel höheres Maß der Komplexität des 19. Jahrhunderts vor uns haben, als jene Klarheiten, die der Kalte Krieg mit sich gebracht hat. Ob die Politikergeneration der Gegenwart und der Zukunft die Erfahrung mitbringt, um diese Verwerfungen zu regulieren, bin ich mir nicht sicher. Aber eins dürfte schon klar sein, dass wir vor einem neuen und hoffentlich weniger konfliktreichen politischen Bildungsprozess stehen durch die Gegenwart. Ich bedanke mich sehr herzlich, meine Damen und Herren. Das war eine Begegnung mit Dan Diener. Nochmals herzlichen Dank.